So, die Kandidaten haben sich an der Startstelle eingefunden. 2600 Meter die Distanz, also an diesem letzten Rennen, in diesem letzten Rennen der heutigen Saisonpremiere in der Bremer Fahr. Jetzt 20 für 10, also exakt doppeltes Geld, das es zu verdienen gibt, sollte die Programm Nummer 6 Dabadian gewinnen. 20 für 10, also dann haben wir mit 39 für 10 die 2 Akiana, mit 49 für 10 die 3 Lincoln County und dann folgt mit 66 für 10 die Programm Nummer 4 Captain Dino. Und der Start ist erfolgt. An der 2600 Meter Marke hat der Starter das Feld also abgelassen und jetzt kommt die Teilnehmer das erste Mal, die gerade heraufgaloppiert. Labon an der Außenseite in den weiß-roten Farben knapp im Vorteil, orientiert sich jetzt wieder ein bisschen nach innen, dahinter sieht man dann Dabadian, den Favoriten, ganz an der Innenseite auf dem zweiten Platz, gefolgt von Captain Dino innen, dann sieht man Lincoln County, weiter an der Außenseite auch Culworth Boy, dann Marikita vor, weiter an der Innenseite dann Akiana und dann sieht man Siberian Fighter und am Ende des Feldes da galoppiert Saola. So wird das erste Mal der Zielpfosten passiert. Eine weitere Runde ist zurückzulegen. Die Führung liegt an der Außenseite jetzt bei Culworth Boy mit etwa einer Länge, gut einer Länge vor Labon in zweiter Position. Drittes Pferd ist dann Dabadia innen. An der Außenseite dicht auf sieht man dann auch Marikita vor Lincoln County und Captain Dino. Dann sieht man außen Akiana, innen daneben galoppiert dann Siberian Fighter und am Ende des Feldes Saola. So geht das Feld jetzt auf den Mittelpunkt der Gegenseite zu, unter der Führung von unverändert vorneweg Culworth Boy mit gut einer Länge, anderthalb Längen etwa. Dahinter sieht man in zweiter Position Dabadia, ganz an der Außenseite Labon, Captain Dino ist dicht auf. Das ist das Dreier-Verfolgertreffen, das sich hier an die Fersen von Culworth Boy setzt. Der Mittelpunkt der Gegenseite ist passiert. Culworth Boy weiter vorne, Captain Dino jetzt in der zweiten Position, Dabadia als drittes Pferd, dicht auf Labon als vierter. Dahinter sieht man dann unverändert dicht auf ebenfalls auch Lincoln County, dahinter dann zwei Längen bis zu Marikita, dann Siberian Fighter mit Akiana und am Ende des Feldes bleibt unverändert Saola. Der Endpunkt der Gegenseite ist erreicht, es geht in den Schlussbogen hinein, Culworth Boy zeigt weiter den Weg, aber jetzt kommt Dabadia an der Außenseite besser in die Partie, ist in der zweiten Position, Captain Dino in den drittes Pferd vor, dann auch dicht auf Lincoln County, die vier können sich ein bisschen absetzen, an der Spitze aber unverändert Culworth Boy. Culworth Boy mit an der Außenseite Dabadia, dann versucht an der Innenseite Captain Dino mitzuhalten und ganz an der Außenseite auch Lincoln County. Die letzten 600 Meter brechen an und an der Spitze ist jetzt Dabadian. Dabadian an der Innenseite ist vorne in den Valan Friends Farben. Die Neuerwerbung gleich an der Spitze und an der Außenseite, da kommt jetzt Lincoln County an der 400 Meter Marke, lässt sich nicht abschütteln. Dabadian weiter an der Spitze, Dabadian noch 300 Meter bis zum Pfosten. Dabadian kann sich jetzt aber lösen. Dabadian mit etwa 3, 4, 5 Längen voraus an der Außenseite Lincoln County und Captain Dino. Aber Dabadian jetzt auf den letzten 100 Metern. Captain Dino bleibt hartnäckig, aber Dabadian hat schon die Weichen rechtzeitig auf Sieg gestellt. Gleich ein Erfolg für Vala and Friends, die Besitzergemeinschaft durch Dabadian. Auf dem zweiten Platz dann Captain Dino vor Lincoln County. Viertes Pferd dann Culworth Boy und dahinter dann Akiani und dahinter dann auch die letzten Kandidaten. Das sind Saola, das sind Siberian Fighter und dann auch Marikita.
Lincoln County. Die letzten 600 Meter brechen an und an der Spitze ist jetzt Dabadian. Dabadian an der Innenseite ist vorne in den Valiant Friends Farben. Die Neuerwerbung gleich an der Spitze und an der Außenseite, da kommt jetzt Lincoln County an der 400 Meter Marke. Lässt sich nicht abschütteln. Dabadian weiter an der Spitze. Dabadian noch 300 Meter bis zum Pfosten. Dabadian kann sich jetzt aber lösen. Dabadian mit etwa 3, 4, 5 Längen voraus an der Außenseite Lincoln County und Captain Dino. Aber Dabadian jetzt auf den letzten 100 Metern. Captain Dino bleibt hartnäckig, aber Dabadian hat schon die Weichen rechtzeitig auf Sieg gestellt. Gleich ein Erfolg für Vala and Friends, die Besitzergemeinschaft, durch Dabadian auf dem zweiten Platz, dann Captain Dino vor Lincoln County, viertes Pferd, dann Calworth Boy.